Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zum 8. Türchen in meinem Adventskalender. Ihr seid einfach die Besten und schaut einfach mal dazu. Ich sitze hier nämlich noch in der Vorproduktion am 1. Dezember und mir ist aufgefallen, wo ich meine YouTube-Statistiken durchgegangen seid. Ihr seid doch verrückt, habt schon über 200 Mal von letzten Jahr den Adventskalender angeklickt und ist mittlerweile in den Top 10 meiner Videos. Also ihr seid ja auch echt verrückt. Aber erstmal den Daumen für euch auf jeden Fall dafür, da, dass ihr auch nie vom letzten Jahr anguckt. Dann seht ihr auch, was für ein qualitativer Unterschied, was vor einem Jahr bis jetzt betrieben worden ist. Deswegen, ich habe jetzt hier einen Schnittaufwand, den hatte ich vorher nicht. Und ja, letzten Adventskalender habe ich ja einfach aufgenommen. Mit Standardhintergrund und allem drum und dran. Jetzt stehe ich hier hinter einem Greenscreen und mache das alles fertig. Und ja, und schneid das nachher noch alles nachträglich zusammen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal noch viel Spaß mit den folgenden Video von dem Spiel, was es gibt. Es sind tatsächlich jetzt zwei Videos und die werden auch beide kommen. Die sind nicht allzu lang, also bis gleich. Inside My Radio. So, meine Freunde, das heutige Spiel heißt Inside My Radio. Das ist bei Steam, ich denke mal, so ein kleines Musikspiel. Was ist es denn? Ein Indie-Action-Gelegenheitsspiel mit Musik. Klicken wir mal drauf. Rhythmus, guter Soundtrack, farbenfroh und Plattformer. Boah, aktuell kostet es jetzt noch für 3 Stunden, bei mir am 1. Dezember, noch 99 Cent. Sonst kostet es 5 Euro das Spiel. Es ist komplett auf Deutsch. Es ist, denke ich mal, positiv beeinflusst. Sieht zumindest in Rezessionen so aus. Also sehr positiv. Das Spiel kommt von 2015. Und wenn ihr tatsächlich Spaß an so ein Spiel habt, ich denke mal, es wird Spaß machen. Ich schenke es euch. Kein Thema. Ich habe es gezogen und ja. Ich hoffe, ihr habt Freude dran. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ich wünsche dir einen frohen Advent und vergesst nicht den hier. Bis dann, ciao, euer Schrank.